Hier ist deine Rockgarantie. Da drüben tobt die 17. internationale Tattoo-Convention und ich habe mich auf eine Wette eingelassen. Ich habe gewettet, dass ich mich traue, mir ein Tattoo machen zu lassen. Und das wollen wir jetzt mal sehen, ob ich das auch einhalten kann. Na, da habe ich mir ja was Schönes eingebrockt. Das ist ja also die Tattoo-Convention, geschätzt 300 Stände, an denen Leute wie diese todesmutige Dame sich hier tätowieren lassen. Gandalf tätowiert hier sogar persönlich. Beeindruckend, aber naja, weiß ja nicht, ob er auch die heilenden Hände hat, sodass es überhaupt nicht wehtut. Ich bin ja so ein kleiner Schisser, also als ich das hier gesehen habe, hier der Kollege, der sich am Rücken tätowieren lässt, hat es mich dann doch ein bisschen abgeschreckt, muss ich ehrlich sagen. Das sieht irgendwie ziemlich schmerzhaft aus. Tut's weh? Es geht. Naja, für mich besser nicht. Ich geh mal weiter. Rock'n'Roll, ja, schon klar. Aber ich muss mir irgendwie so ein Tattoo besorgen. Ich möchte ja schließlich nicht als Schoppschwanz gelten. So wie dieser hier. Obwohl, ich glaube, ich habe vor dem auch eher Angst als... Oh Gott, schnell weg hier. Es waren übrigens auch sehr spannende Leute am Start. Zum Beispiel hier dieser Klonkrieger. Mit dem Tattoo wird's auf diesem Plastikanzug allerdings schwierig. Und dann gab's diesen Stand, der im Prinzip die Rettung für mich war. Hier kann man sich nämlich nicht nur elektrisch tätowieren lassen, sondern auch Airbrush-Tattoos machen. Das sind chinesische Schriftzeichen. Chinesische Zeichen, was? Genau. Die werden immer noch gern genommen, wenn nicht, das sind auch Teufelchen. Oh, hier ist ein Teufelchen. Tribals. Können wir den Teufel nehmen? Ja, könnte passen. Der passt auch ein bisschen zu Rockfun 24. Okay, wo soll er denn hin? Was hier mal auf den Arm. Auf den Arm. Okay. Machst du erstmal ein bisschen sauber. Dumm, kalt? Tut's schon weh? Nein, noch gar nicht. Ich hoffe, es wird auch nicht schlimmer. Und dann war es fertig. Das phänomenale Airbrush-Tattoo. Das ist ein ganz richtiges, echtes Tattoo, hat die Dame mir zumindest gesagt. Jo, damit würde ich sagen, Wette gewonnen. Und ich bin auch ein kleines bisschen stolz. Rock, Rock, Fun 24!